Während medizinisches Personal verzweifelt versucht, die Demonstranten zu stoppen, hat einer vollstes Verständnis für die wütende Bevölkerung US-Präsident Donald Trump. Das sind großartige Menschen. Sie haben etwas, was man Lagerkoller nennt. Diese Menschen wollen ihr Leben zurück. They want to get back. They want their life back. Their life was taken away from them. Doch das ist längst nicht alles. Auf Twitter geht der 73-Jährige explizit auf die Gouverneure los, die die Beschränkungen nach seinem Geschmack nicht schnell genug aufheben. Dabei hat er vergangene Woche die Entscheidung über Lockerungen der Ausgangssperren ausdrücklich den Gouverneuren überlassen. Jetzt fordert er: Befreit Michigan, befreit Minnesota, befreit Virginia. Auch wenn die Zahl der Infektionen in diesen Bundesstaaten im Vergleich eher mittel bis niedrig ausfällt, ist das widersprüchliche Verhalten des US-Präsidenten für viele Trump-Gegner eindeutig. Der 73-Jährige blickt auf den Wahlkampf im Herbst, attackiert ausgerechnet die demokratischen Gouverneure der drei genannten Staaten, in denen er im November gewinnen will. Derzeit sind die USA mit einer Zahl von inzwischen 800.000 registrierten Infektionen das Land mit den meisten Corona-Fällen weltweit. In Frankreich waren heute Nacht ebenfalls viele Menschen unterwegs, haben Feuerwerkskörper gezündet, Straßen verwüstet, den Konflikt mit der Polizei riskiert. Der Grund für ihre Wut: Frankreichs Regierung hat die Kontaktbeschränkungen bis zum 11. Mai verlängert. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen die geringste seit mehr als 3 Wochen ist, soll eine Rückkehr zum normalen Alltagsleben vorerst ausbleiben. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson schreckt ebenso vor einer frühzeitigen Lockerung der Maßnahmen zurück. Mit aktuell etwa 121.000 Fällen nimmt die Zahl der Corona-Erkrankten weiter rasant zu. Dem medizinischen Personal sollen derweil Schutzkleidung und wichtige Geräte ausgehen. Britische Medien werfen Premier Johnson jetzt sogar ein Versagen in der gesamten Corona-Krise vor. Seine Regierung habe demnach Wochen damit vergeudet, sich auf einen Brexit-Deal zu konzentrieren, den Ernst der Lage viel zu spät erkannt. Tschechiens Regierung hat ein weitgehendes Ein- und Ausreiseverbot zur Eindämmung des Coronavirus verhängt. Um die tschechische Bevölkerung vor einer neuen Infektionswelle zu schützen, hat Präsident Miloš Zeman nun angekündigt, dass er die Grenzen des Landes für ein ganzes Jahr geschlossen lassen wird.